Hallo ihr Lieben, ich bin Sayobe und wir spielen zusammen Plague Inc. Evolved. Und heute bin ich nicht ganz alleine, denn mit mir dabei sind Anoholic. Moin Moin. Und Dagomi82. Hallöchen zusammen. Ja, wie wir eben schon ein bisschen vor Offscreen besprochen haben, so viel Ahnung habt ihr nicht von dem Spiel? Ich bin jetzt seit anderthalb Minuten da drin, also. Okay. Ich habe mal ein Video gesehen darüber, von dir, aber das war es dann auch schon. Also um grob das Spielgeschehen zu erklären, man muss die Welt zerstören mit einem Bakterium oder Virus. Da ich das Bakterium schon durch habe, machen wir, denke ich, den Virus. Und Moment, jetzt flackert die Maus ein bisschen. Das ist also unser Virus. Okay. Das hier sind so Gencodes, die man denen hinzufügen kann. Die beiden habe ich schon freigeschaltet. Das ist Terracite mit, obwohl, warte mal, jetzt fällt mir gerade ein, das ist jetzt auch mittlerweile auf Deutsch. Ich stelle es mal kurz um. Ich guck mal. Sprachen. Controls? Accessibility? Es ist, das spricht am besten besoffen aus. Ah, sehr schön. Dann kommt kein Gemecker mehr wegen meinem Englisch. So. Das will ich ziehen. Also Virus auf Deutsch heißt Virus. Yeah! Nein! Wieder was gelernt. Also, das hier sind die genetischen Codes, die man hinzufügen kann. Man kann 5 Stück. Die 2 habe ich auch erst freigeschaltet. Das ist einmal Landbonus. Dann verbreitet er sich schneller über Land. Und Trockenbonus, dass er sich schneller in trockenen Gebieten verbreitet. Gut erklärt. Grönland, ja. Das ist nicht wirklich was gegangen ist. Weil so richtig Land, na. Alles so richtig ist trocken, ausgestorben. Na. Überall war totale Vernichtung. Nur Grönland war fast komplett noch am Leben. Also fast 100%. Aha. Von daher, wer sich retten 67,3% der Menschheit wäscht sich die Hände. Da waren die noch nicht bei uns im Büro. Die war auch brutal. Wie viel waschen sich bei euch im Büro? Brutal ist... So das Gefühl irgendwie nie. Für strategische Genies. Oh also so mega so brutal ist, laufen alle im Tarnanzug. Die Hände sind abgerobbt, also dafür hast du aber wieder... Ja, nee. Gendriff, okay. Für Spieler, die dachten, brutal wäre einfach. Nee, also wie gesagt, ich habe normal nicht geschafft. Entweder probieren wir das nochmal oder wir sagen, wir machen erstmal einfach. Schalten dadurch den Niemand Bildschirm. Wäscht sich die Hände, Alter. Kranke werden in den Arm genommen. Oh, mach ist die Frage, ob das wirklich so schlecht ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen lass normal, oder? Okay, ich würde auch sagen. Genau, wir sind jetzt zu dritt. Drei Viren. Ein bisschen Herausforderung darf ja sein. Okay, ja. Gut. Wie heißen wir? Sayobe X. Ja, so hieß ich vorher immer. Vielleicht mal einen anderen Namen. Ja, den kennen sie ja jetzt schon. Das ja. XXY. Nein. So, ja. Ja. Andasa XXY. Das klingt auch gefährlich. Das klingt auf jeden Fall für einen Fall für Scully und Mulder. Wer möchte lesen? Willkommen bei Plug Inc. Deine Wahl, Virus. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Das machen wir. Jetzt müssen wir uns erstmal ein Ursprungsland wählen, wo wir starten wollen. Grönland. Machen wir zuerst platt diesmal. Russland. Russland. Ja. Russland wäre hier. Ziemlich groß. Und auch die Bonus ist etwas kälter, feuchter und herbstlich, nicht so urban wie andere. Haben Flughafenanbindungen, Straßen und klingt gut. Häfen. Seehäfen. Oder China, um auf euer anderes gut, Let's oder? Play. Nee, aber da brauchen wir noch ein bisschen. Da läuft es eigentlich gerade ganz gut. mach die mal noch nicht zu früh kaputt. Okay, gehen wir nach Russland. Wir haben noch andere Let's Plays laufen, da brauchen wir die Chinesen gerade noch so ein bisschen. Also sollen wir versuchen, erstmal unsere Links auszubreiten. Gut, das geht los. Hier oben läuft die Zeit. Und wir müssen jetzt die roten Bobbles wegklicken, um DNA-Punkte zu bekommen. Mit diesen DNA-Punkten können wir unseren Virus weiterentwickeln. DNA-Punkte ist das hier unten, ja? Wer möchte vorlesen? Da.
Genau, und links. Andasa XY ist ein Virus. Ein Virus unterliegt willkürlichen, schnellen Mutationen und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Eine Rückentwicklung kostet DNS-Punkte. Ja, beim Bakterium war es so eine Taktik, dass man erstmal alles mögliche entwickelt hat und dann, wenn man es nicht mehr braucht, zurückentwickelt hat. Das geht beim Virus jetzt nicht mehr. So richtig. Die entwickeln sich auch sehr schnell selbstständig weiter. Da muss man echt aufpassen. Von daher... Okay. Zwei sind infiziert, übrigens. Und ja, null tot. Leute. Ich hab gedacht, ich sag's mal. Aber ich beschleunige mal ein bisschen. Vier infiziert, fünf. Da, wir müssen die DNS-Blasen berühren, damit wir Punkte bekommen. Wir haben jetzt 8 Punkte. Das heißt, wir können 9. jetzt... Neun mittlerweile, jetzt ist wieder Pause. Das ist unser Virus, wie er mittlerweile im Moment aussieht. Das sind die DNA-Fortschritte hier unten links. Boah, sieht ja schön aus. Herrlich, ja. Ne? Ein Traum. Herrlich, genau. Ich bin ein Kind von dir. Ja, die Übertragung ist einfach. Unten sieht man Infektiosität, Schweregrad und Letalität. Also wie tödlich, wie schwerwiegend und wie schnell er sich verbreitet. Wichtig am Anfang ist erstmal die Infektiosität, damit wir uns verbreiten, damit viele Leute von uns beherbergt werden. Das machen wir hier mit den Übertragungswegen. Da haben wir Insekten unten links. Hier unten über Blutentnahme zum Beispiel, also Blutspende. Über Wasser, über Luft oder über die Tiere. Kann man alles noch fortentwickeln. Wir könnten auch Nagetiere nehmen oder Flugtiere, aber dafür fehlen uns noch DNA-Punkte. Das dürft ihr mal eine Wahl treffen, worüber wir uns erstmal übertragen wollen. Ich persönlich bin für Wasser. Check. Gut, haben wir gemacht. Wasser ist auch sehr gut für Schiffsverkehr. Weil. Haben wir ja auch, ne? Das dadurch auch gefördert wird, ja, haben wir. So, wir sind im zweistelligen Bereich von den Infizierten. Ja. Wer mag vorlesen? Wann stirbt denn endlich mal einer? Echt? Er dauert ein bisschen. Lies mal einer vor. Andasa XXY beginnt sich auszubreiten. Andasa XXY. Ich hab kein Fenster mehr. Ja, danke. Bei dir auch nicht. Ich bin beruhigt, dass es nicht nur bei mir ist. Breitet sich in Russland von Person zu Person, Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmend. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. Gut. Checker, du schaffst es. Habt ihr nichts mehr gesehen? Es hat kurz geflackert. Das dauert auf und ab. Du hast nur in Südasien befürchtet. Stand da oben. Ja, manchmal gibt es ja auch so Weltereignisse, die sind auch ganz hilfreich für uns. Zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Olympischen Spiele sind oder so, wo viele Leute auf einem Haufen sind. 74, 76, 83, 91, 99, über 100! Oh, ist ein Bubble. Ja, ich probiere es wieder raus. Applaus. Tropensturm Shakira, whenever. Schwächt. Okay. Schwächt. Schwächer als erwartet. Achso. Jetzt haben wir 14 Punkte. Wir können unsere Infektiosität nochmal erhöhen. Was schwebt euch vor? Luft? Jo. Nehmen wir die Luft. Reine Luft. Die Luft ist jetzt rein. Ja. Ich glaube, in Russland wurde doch früher sogar mal Luft besteuert, oder? Luft besteuert. Wir entwickeln uns weiter. Andasa XXY hat das Schlafstörungssyndrom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Oh. Und? Dagobi, magst du lesen? Ja, Andasa XXY infiziert Hunderte. Andasa XXY hat Hunderte in Russland infiziert, was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesunde infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Also Hunderte sind jetzt schon betroffen. Also 200. Hier sieht man das bei den Symptomen. Das mit der Maus ist echt ein bisschen blöd. Bei den Symptomen sieht man, was wir momentan haben. Das ist hier das, was sich automatisch entwickelt hat, die Schlafstörung. Menschen sind, sind ausgelöst durch Schlafstörung, gereizter und weniger produktiv. Ist vor allem hilfreich, nachher, wenn die Gegenforschung betreiben. Die anderen Sachen ist sowas wie Husten. Ärzte und die Laborleute da alle einschlafen, ne? Das ist ganz toll. Ja, eben. Oder sich nicht konzentrieren können, weil sie eben Schlafstörungen hatten. Oh, das müsst ihr lesen. Da ist er XX...
erreicht China. China wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Wege, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, setzt eine die rote Blase für Bonus-DNS. Achso, zerplatze. Ja. Hammer. Ja, jetzt ist doch China als erstes Nachbarland betroffen. Das erklärt auch die extrem angestiegene Zahl an Infizierten. Ja, es wird vor allem jetzt immer mehr. Andasa XXY infiziert weitere Länder. Andasa XXY infiziert mehr Länder. Steuere die Ausbreitung, indem du Übertragungsmerkmale im Krankheitsmenü weiterentwickelst. Das, was wir ja schon machen. Das machen wir jetzt auch weiter. Weil dieses hier, das entwickelt der Virus eigentlich ziemlich schnell von alleine. Indem wir ihm die Fähigkeiten geben, die sind hier. Das ist das letzte Fenster. Da wäre dann hier zum Beispiel die Maus. Wo bist du? Da. Virusinstabilität. DNS wird instabiler, was zufällige Mutationen fördert. Wenn wir das skillen, fängt er an, die Symptome automatisch zu lernen. Wir sollten das noch nicht zu früh machen, damit wir die Infektiosität relativ hoch haben vorher, damit dann auch wirklich alle betroffen sind. Unter anderem auch Grönland. Okay. Ich war da ein bisschen schnell beim letzten Spiel. Dann haben wir also nehmen wir erst was anderes. Kälteresistenz, Hitzeresistenz. Und das brauchen wir später, wenn wir in die urbanen Gebiete kommen, wie Europa und so. Arzneimittelresistenz. Ja, also dann können wir jetzt entweder Übertragung weitermachen oder eine Resistenz ausbauen. Was hat denn bei Übertragung noch für Wege? Achso, eigentlich alle. Eigentlich alle. Mehr oder weniger. Insekten? Insekten ist, ich weiß nicht, Russland ist insektenmäßig nicht, glaube ich, nicht so extrem wie jetzt subtropische Länder, oder? Glaube ich auch nicht. China vielleicht. Ja, wir kommen ja gerade in die Richtung so ein bisschen, oder? Also ich würde sagen, erstmal hier Nutztiere. Die sind eigentlich überall, vor allem ländliche Gebiete. Das ist ja China und Russland, denke ich, auf jeden Fall. Und wenn es dann nach Süden Richtung Indien geht, dann können wir die Insekten dazu nehmen. So, haben die 2000er-Marke geknackt. Yay. 3000er-Marke. Halleluja, jetzt geht's ab hier. 4000er, glaube ich, fast. Was wollt ihr denn jetzt haben? Nagetiere? Gewöhnlicher Floh, anfällig gegenüber Infektionen. Erhöht Ansteckungsgefahr, vor allem in urbanen Regionen, sowie Mutationen. Ich glaube, ist auch ganz gut. China ist ja schon ein bisschen urbaner als Russland. Ich sehe das hier als urbanes Gebiet. Ich meine, wie viele Einwohner haben die? Müsst ihr ja wissen. 1, mehr. Das sagt die Milliarden, ja. Das XXY hat Tausende in Russland infiziert. Die Menschen erkranken immer schneller. Juhu! Yes. Auch wenn sie noch nicht wirklich Symptome haben, außer Schlafstörungen. Ist ja schon nicht schlimm. Sagt ja, Halleluja, jetzt geht's hier aber ab 15.000, 18.000. 21, 22, hui! Aber es sind noch nur ein paar Prozent von Russland. Neues Tier halt. Ja, lies vor. Lies dir vor. Alle drei zusammen. Anno, du. Neues Tierhaltungsgesetz in ländlichen Gebieten. Ländliche Gebiete durch neue Regeln für Transporthygiene von Nutztieren. Jetzt habe ich gar kein Zimmer. Von Nutztieren weniger anfällig für Krankheiten. Na. Das heißt, wenn wir Vieh weiter. Ich wollte anbauen, ja die Insekten haben. Ja. Die können wir auch nicht. Ist ja gut. Hustensymptom mutiert. Andasa XXY hat das Hustensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Jetzt husten die Leute. Schlafstörungen und Husten. Ich habe während der Aufnahme auch immer Schlafstörungen. Oh, Scheiße. Kennst du nicht schlafen während der Aufnahme? Oh, nein! Das kann ich auch immer nicht, wenn ich rede. Oh oh, wenn jetzt auch Husten dazu kommt, mache ich mir Sorgen. Husten. Chance auf Infektion durch Verbreitung von Erregern in der Umgebung, vor allem in besonders dicht besiedelten urbanen Gebieten. Aber ich denke mal, noch relativ unauffällig. Maus, ja, Husten kann ja noch alles sein, ne? Ja. Ich finde meine Maus nicht mehr. Da ist sie. Die Maus ist links, rechts, oben. Also links, seht rechts, ihr sie deutlich? Weiter rechts. Ja, wir sehen sie flüssig. Du bist jetzt beim ich X. Nicht. Jetzt bist du beim X. Ich sehe die nur flackernd. Ja, das ist das, wie wir die Texte lesen. Yeah. Wenn wir lieber fertig warten. So seht. Okay, dann lese mal vor. Arznei in Finnland hemmt Infektionen. Finnland ist ein wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem. Um sich schneller auszubreiten, kannst du zum Beispiel Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln.
Klingt gut. Als Tipp machen wir auch gleich. Ja, wir wollen ja eh nach links, ne? Ja, eben. Durch Europa durch bis nach Amerika. Mhm. Okay, das haben wir gemacht. Das ist ein Tipp. So. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Ja, normalerweise geht das schneller. Ich traue mich aber nicht, auf ganz schnell zu gehen, weil ich, wie gesagt, die Maus nicht wirklich sehe. Ich weiß nicht, was ein Team-View liegt. Das heißt, wir machen jetzt die Arzneimittelresistenz, ja? War das, was wir jetzt... Genau. Okay. So, Finnland. Jetzt kannst du mal zeigen, was du... Guck mal, jetzt die ersten sind jetzt über Flugzeuge, haben sich jetzt verbreitet. Ja. Den roten England. England, ja, und Deutschland. Entsafter aus 3D-Drucker löst Massenpanik aus. Neuer Roboter Entsafter nach UN-Bericht wegen extrem verstörendem Verhalten in 17 Ländern verboten. Behörden versuchen, den Zugriff auf die CAD-Datei einzuschränken. So, so. Denn? Die haben Probleme. So, und um Finnlands noch mehr zu zeigen, zitiere ich mal South Park: Finnland ist tot. Das kann eine ansteckende als Tuberkulose. Adasa XXY hat mehr Menschen auf dieser Welt infiziert als Tuberkulose. Eine sehr ansteckende Krankheit. Klingt auch gut. Nur noch nicht so tödlich. Aber wir haben jetzt schon einiges an Punkten. Mist. Ja, Russland ist auch schon ein bisschen roter. Ja, ja. Sieht schon nicht mehr so gesund aus. Nein. Gut, dass jetzt dir dann so ein Fenster kommt. Ich habe nämlich gerade echt Probleme, die Bubbles zu kriegen. So. Zystensymptom mutiert. Anders XY hat das Zystensymptom oder den S-Punkte mutiert. Gut, wir haben 40 DNA-Punkte, das heißt, wir können eine ganze Menge machen. Also, was schlagt ihr vor? Übertragung noch ein bisschen? Ja. Übertragung auf jeden Fall und Hitzeresistenz vielleicht, damit wir ein bisschen nach Süden kommen. Mhm. Ja. Also durch den Start in Russland haben wir automatisch ein bisschen Kälteresistenz dazu bekommen. Nicht, dass wir nachher dann Afrika auslassen oder so. Ja. Haben Grönland, aber Afrika nicht, so heißt. Ja. Gut, Übertragungswege, was hättet ihr gerne? Wir können auch zur Luft weiter ausbauen. Das wäre, ein Organismen können lange in der Luft überleben. Erhöhte Ansteckungsgefahr vor allem in trockenen Gebieten sowie Übertragung in Flugzeugen. Oder Wasser, dass es eben noch auch in chemisch behandeltem Wasser noch vorhanden bleibt. Mhm. Oder hier, das sind Viehbestand, das wären dann die Nutztiere. Ah, nee, jetzt. Das wären dann die wildlebenden Tiere, die dann betroffen sind. Wieder Ansteckungsgefahr vor allem in ländlichen Gebieten. Vögel ist auch nett. Die fliegen, die übertragen ja über Landübertragung. Und wenn man die weiter ausbaut, dann fangen sie an, Menschen zu attackieren. Die Vögel, ja. Ich wollte gerade sagen, so Hitchcock-like, ja. Ja, ja, ja. Ja, dann nehmen wir doch mal die Vögel, oder? Okay. Oder nicht, Anno? Ja, klingt gut. Klingonisch ist aber so, ja. Das sieht man klingonisch hier. Gefallene Hirngewebe bei Vögeln führen dazu, dass diese Arten angreifen. Erhöhte Mutation, Ansteckungsgefahr, Übertragung. Ja, okay. Der Virus ist es nicht, sind die Vögel, ne? Ja, eben. Sag mal, wo bist du? Da. Beim X, genau. Immer diese Vögel. Ja. Nein, ist eine Bobbel weg. Nee, doch nicht. Immer diese Fenster, das ist gut. Na, geht nicht. Ansteckender als HIV. Andasa XXY hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV. Eine extrem ansteckende Krankheit. Krass. Respekt, haben wir doch schnell hinbekommen. Ja, wir haben schon über 100 Millionen. Ja, ich meine, überleg mal allein Russland, wie viele Leute die haben. Guckt euch mal Russland an. Da ist gar keine gesunde Ecke mehr. Ja, hinten rechts halt, da wo keiner wohnt. Aber ja. Da wo keiner wohnt. Lies mal vor. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Türkei ja, okay, eine neue Krankheit namens Adasa XXY. Das ist schon so nach landspezifisch geschrieben, ja? Ich wollte sagen, eigentlich so falsch klingt es gar nicht. Sie scheint, naja, wo kommt der Bericht her, harmlos, ne? Aber ich wollte gerade sagen, sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Ach, echt? Ja, vor allem bei dem Lesen gerade ist immer so das Gefühl, als würde man sich jetzt so links und rechts um so eine Ecke rumwenden müssen, weil der Text immer irgendwo anders steht.
gefühlt. Bei mir ist es mittlerweile so, dass es irgendwie so die schwarzen Balken. Schwarze Balken sind, drüber, ja, eben. Genau, so, die sind aber auch rechts. Genau nur über den Text teilweise da. Ja, ja. Okay, Tokeshta hat jetzt Arbeit im Heilmittel, das heißt, die Gegenforschung wurde angeleiert. Ich fange jetzt an zu forschen. Können wir uns gleich angucken und zwar. Nein! Ja, aber es ist noch nicht weit. Tokeshta Heilmittel. Alter, China sieht aber auch nicht mehr so gesund aus. Das Heilmittel ist wahrscheinlich entdeckt am 6.10.2104. Ihr seht also, wir haben noch ein paar Jahre Zeit nach dem aktuellen Stand. Das wird knapp. Wir haben das Jahr 2014. Sind wir denn jetzt? Wir sind am heutigen Tag. Am 23. Nee. Wir sind mittlerweile am 28.01. Wir haben am heutigen Tag gestartet und sind am 2015. 2015 sind nochmal Olympische Spiele in London. Fortgesetzt. Ja. Trotz Andasa XXY. Die werden jetzt erst fortgesetzt. Und die irgendwie pausiert sind, war da nicht schon? Die war doch erst vor ein paar Jahren, oder? Oder sind die schon wieder dran? Nee, die sind immer in London. Ja. Die sind immer in London. Engländer sind immer dran, ja. Die griechischen Olympischen Winterspiele finden immer in London statt. Ist, ja. Wir ja. könnten jetzt aber unsere Übertragung noch weiter steigern. Ja, so mit dem auf diese Ärzte anpassen, das hat ja halt jetzt noch knapp 100 Jahre Zeit, oder wie? Ja, genau. Es geht nachher immer schneller, wenn mehr Länder dazukommen, weil dann eben mehr Forschungsgelder. Ich wollte sagen, also mit Russland und China, da haben wir ja schon ein Drittel der Weltbevölkerung irgendwie. Ist ja jetzt schon eine Milliarde infiziert übrigens. Ne? Ja. Oh Gott. Die eine Milliarde. Ein Milliard. Wir können Fähigkeiten zu machen. Ich denke mal so Virusstufe 1, dann fängt er an, sich aus selber weiterzuentwickeln. Ja. Dann kommen mehr Symptome zu, weil Symptome erhöhen auch die Infektiosität und... Ja, aber dann wird die Welt ja wieder aufmerksam auf uns und dann forschen noch mehr Länder dran. Ne? Ich denke mal, je mehr Länder an uns forschen, desto schneller geht wahrscheinlich die... Was ist das denn? Oder wir erhöhen die Resistenz. Das hier ist genetische Verhärtung. Erreger können im Labor nur schwer analysiert werden. Senkt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Das. Okay. Also eine von den Resistenten würde ich jetzt noch mal haben, weil dann haben wir später noch mehr Zeit. Kälteresistenz oder noch mehr Hitzeresistenz? Ruhig die Kälte auf einer Stufe. Ich würde auch sagen Kälte, weil wir haben dann oben noch Skandinavien und so weiter in Europa, das muss auch mal irgendwie... Wir haben immer noch 41 Punkte. Wir könnten jetzt natürlich die Insekten endlich mal dazu nehmen. Ja, würde ich sagen. Und die Vögel. Die angreifenden Vögel. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Der gemeine Specht, wie er jetzt auf die Menschen einhackt. Der mutierte Hackspecht. Genau. Boah, also Asien sieht schon echt schlimm aus da drüben. Also China ist, glaube ich, schon fast weg. Aber man sieht auch irgendwie so eine Grenze, ne, wo zwischen Zivilisation und so. Die haben aber auch überall so viel Rot in der Flagge. Ja, klar. Gut. Ausschlagssymptom mutiert. Andasa XXY hat das Ausschlagssymptom ohne DNS-Punkte mutiert. Und also wir sind bei Schlafstörung, Ausschlag und Husten. Das sieht scheiße aus. Nach wie vor null Tote. Trotz Husten. Wieso stirbt denn keiner an uns? Weil wir Ausschlag. Noch nicht tödlich sind. Wir haben noch keine tödlichen Symptome. Husten ist halt Husten, aber ja. Houston, wir haben ein Problem. Houston, wir haben Husten. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Andasa XXY hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Juhu! Forscht aber nur die Türkei. Ich möchte es nur mal festhalten. Oh, wir haben Griechenland. Wir bereiten uns, glaube ich, Richtung Balkan da gerade aus. Wir grenzen... Wir schließen Europa langsam ein. So, was wollen wir jetzt noch dazu nehmen? Die wir Insekten haben wir immer noch nicht, oder? Doch, haben wir. Nagetiere. Nagetiere 2. Stufe 2. Direkt anfällig für Infektionen, erhöhte Ansteckungsgefahr, vor allem in urbanen Gebieten. Also da, wo wir hinwollen, Europa. Ja, ne? Jo, ging gut. Jetzt gesagt. Gut. Dann geht's weiter. Ja, es wird auch langsam roter dort. Paranoia-Symptom mutiert. Andasa XXY hat das Paranoia-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert. Jetzt haben wir auch noch Paranoia auf unserer Liste. Ich fühle mich verfolgt. Jetzt breitet sich aber in Europa aus, da. Und wir gehen auch nach Afrika runter. Grönland ist immer noch nicht betroffen. Vielleicht sollten wir jetzt schon mal auf diesen Kältegedöns beim nächsten Mal. Ja, gleich mal auf zweite Stufe. Ja. Okay. Andasa XXY auf die Beobachtungsliste gesetzt.
Wir wurden in der RMS-Beobachtungsliste aufgenommen und als wenig gefährlich eingestuft. Die Regierung haben davor gewarnt, dass ein tödlicher Stamm auftreten könnte. Aber noch forsch. Können wir mal gucken. 1% ist die Forschung. ja, es ist schon ein bisschen näher gekommen. 26. Februar 2023. Oh. Wir sollten da vielleicht nochmal in die Richtung ein bisschen nachschieben. Ja, vor allem müssen wir... Forschungsresistent. Wir haben noch ganz viel Grün. Afrika ist noch nicht betroffen. Ich denke mal, wir sollten... Richtung... Forschungsresistent. Ja, aber das ist alles teuer jetzt. Das kostet 21 Punkte. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir fangen an Stufe 1 von der Vireninstabilität. Können wir machen, ja. Weil dann kriegen wir mehr Symptome zwar, aber die kennen uns ja eh schon. Wir wissen ja, wer wir sind. Türkei hat uns ja entdeckt, verdammte Scheiße. Ja. Aber dann werden die auch anfälliger und so. Wie ist das denn passiert? Hoppala. Es gibt 3 Stufen, von daher, wir sind erst im ersten Drittel. Jetzt haben wir das Niesen dazu bekommen. Ganz klein. Und an dieser Stelle ist die Folge auch schon beendet. Mit euch zieht sich das alles ein bisschen länger, aber vielleicht gar nicht so schlimm. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.